Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch einmal mein Invectus Prime Build zeigen und wir legen einmal los. Dieser Build benötigt zwei Former und sieht folgendermaßen aus. Ich würde sagen, bevor wir uns die Mods im Einzelnen angucken, gucken wir uns einmal das Ganze ohne Mods an, denn dann sehen wir einmal die Werte von der Waffe allgemein. Wir haben normal eine Crit-Chance von 30% mit einem Crit-Multiplier von 2 mit einer Status-Chance von 30. Und keinem anderen weiteren Damage drauf. Also kein Corrosive Damage oder sonst irgendwas, sondern das kommt alles erst durch die Mods. So, dann aber zum Build. Wir haben plus 90% Multishot, wir haben plus 165% Damage, wir haben plus 150% Crit Chance, plus 90% Toxin, plus 90% Electricity, dadurch kriegen wir Corrosive Damage. Dann haben wir plus 60% Toxin, plus 60% Status Chance, plus 60% Electricity, plus 60% Status Chance und zu guter Letzt plus 120% Critical Damage. Dadurch kommen wir auf eine Crit Chance von 75% mit einem Crit Multiplier von 4,4 und halt Corrosive Damage von 5284 und eine Status Chance von 87,1. Ihr könnt den ganzen Build natürlich auch auf zum Beispiel Radiation Damage machen, da müsst ihr dementsprechend nur die passenden Mods auswechseln, wie zum Beispiel statt Toxin dann Feuer, wenn ihr Radiation haben wollt. Oder halt, wie euch das am besten passt. Aber so ist der Build erstmal auf Corrosive ausgelegt und wir schauen uns das Ganze einmal an Level 100 Gegnern an. Die stehen schon da hinten, hinterm Berg gut versteckt, aber da wir ja eine Sniper haben und sie von hier aus ohne Probleme erreichen können, werden wir von hier das auch austesten. Ihr seht schon, ihr habt zwei Möglichkeiten mit dem Zoom. Einmal der, so wie er jetzt ist, dann haben wir plus 40% Headshot Damage oder wir gehen noch einmal mehr ran, dann habt ihr plus 60% Headshot Damage. So, wir fangen mal an und schießen mal, wie gesagt, Level 100. Da ist der erste Down. Das waren, wenn ich richtig gesehen habe, 161.000 Damage. Dann schauen wir mal den nächsten. Mal gucken, was das wird. Der braucht zwei Schüsse, aber immerhin ging ganz gut. Dann machen wir mal mit dem Corrupted Bombard weiter. Level 100. Oh, könnte mehr sein. Ich weiß aber auch nicht, ob ich den Kopf gerade richtig treffe oder ob es die Schulter ist, aber sieht schon sehr nach dem Kopf aus. Wobei, bei dem bin ich mir schon wieder nicht sicher, aber geht immerhin noch. Wir haben bisher noch nicht einmal nachgeladen. Jetzt müssen wir das erste Mal nachladen. Wobei, doch, wir mussten nachladen, nur bei der Vectis sieht man es ja nicht, weil wir gehen nicht aus dem Zoom raus. Das ist auch was sehr Schönes bei der Vectis. Ihr verlasst nicht den Zoom. Wie ihr seht, ich lade jetzt einmal nach. Wir haben unten rechts einen Schuss. Ich lade nach und er geht nicht aus dem Zoom raus. Also ihr könnt die ganze Zeit euer Target weiter anvisieren und verlasst nicht den Zoom. Finde ich sehr schön bei der Vectis gemacht und ja, ich zeige euch nochmal die Mods in der Übersicht und bin ganz zufrieden mit diesem Bild. Wie gesagt, ihr könnt es natürlich umändern. Wenn ihr sagt, ihr wollt kein Corrosive Damage sammeln, sondern lieber Radiation, müsst ihr dann natürlich dementsprechend Toxin oder was ihr austauschen wollt, austauschen. Ja, wie immer, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Bild sagt, wie euer Bild vielleicht aussieht, was ihr anders machen würdet. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gern ein Like und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann erstmal, tschüss!